Und damit herzlich willkommen zu. Ich nehme jetzt doch noch mal eine Folge auf, aber es ist dann die letzte. Let's play The Elder Scrolls Online TESO. Wir sind dabei, unser Schmiedezertifikat zu vollführen. Keine Eile. Ich warte hier, bis ihr Erfolg hattet. Ich habe genug Eisenerz. Ihr seid zurück. Ich nehme an, ihr habt genug Erz gefunden. Habe ich gerade gesagt. Wie veredel und achso, okay. Wie veredel ich dieses Eisenerz? Bringt das Eisenerz zu einer Schmiedestelle. Falls ihr genug habt, könnt ihr es zu Eisenbarren veredeln. Legt euch richtig ins Zeug. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr die Eisenbarren habt. Was, wenn ich nicht genug Erz habe? Wieso ich mehr davon? Oh Mann. Okay, alles klar, mache Trefft ich. mich an der Schmiedestelle, sobald ihr bereit seid. Ach, hier kann man das auch machen. Wusste ich gar nicht. Okay, jetzt können wir das erste Mal veredeln, sogar zweimal. Jawohl. 7 Eisenbarren. Okay, ich mach's mal nochmal. Einfach um 14 zu haben. Okay, habe ich gemacht. Was soll ich jetzt machen? Ach, herstellen wahrscheinlich, ne? Ja. Neun Stück. Ich mach mal lieber 3. Nee, so stelle ich ja gar nicht her. Moment. Moment. Bla 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 bla. Habe ich gebeten, mit Eisenbarren zurückzukehren. Ich kann Eisen jetzt an der Schmiedestelle zu Eisenbarren veredeln. Ich habe doch die Eisenbarren jetzt nun. Was soll ich denn noch machen? Muss ich jetzt etwa ein Eisen durchmachen? Okay, ich habe jetzt ein Eisen durchhergestellt. Bin ich jetzt fertig? Nö, irgendwie nicht. Ach, guckt mal. Jetzt ist da sogar die Tafel. Okay, die Tafel hat diese Zum Gruße. Quests. Ich hab doch jetzt diese ganzen Barren. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn noch alles machen? Eisen durch, ja. Kann ich auch essen. Leben wiederherstellen, auch nicht schlecht. Och, jetzt ernsthaft, jetzt. Oh. Bringt etwas Eisenerz zu einer Schmiedestelle. Ihr könnt es dort zu Eisenbarren verarbeiten. Das war gar nicht so schlecht. Die Veredelung von Erz zu Barren ist ein idealer Weg zum Muskelaufbau, zumindest in einem Arm. Am besten wechselt ihr gelegentlich vom einen auf den anderen Arm. Ansonsten werdet ihr ganz schief. Du hast ja auch Probleme, ey. Ich hab die Eisenbarren. Was kommt als nächstes? Geht zur Schmiedestelle und stellt einen Eisendolch her. Nichts Aufwendiges. Ihr solltet nicht mehr als 2 Eisenbarren benötigen. Oh, und ihr werdet ein Stilmaterial brauchen. Ihr könnt sie bei allen Schmieden kaufen oder selbst eines sammeln, wenn ihr umtriebig seid. Okay. Trefft mich an der Schmiedestelle, sobald ihr bereit seid. Ich hab den Eisendolch bereit. Sag mal, hallo? Kannst du mal stehen bleiben? Ich hab den Eisendolch bereits. Renn doch nicht weg. Willst du mich verarschen? Jetzt ist sie weggerannt. Jetzt ist sie schon wieder da? Nee, oder? Will die mich verarschen, die Alte? Stellt einen Eisendolch her. Ihr werdet einige Eisenbarren und ein Stilmaterial brauchen. Letzteres könnt ihr bei jedem Schmied kaufen, falls ihr selbst keines finden könnt. Hier, ich bin schon längst fertig damit. Der Kniff sind die Stilmaterialien, aber ich bin mir sicher, das wisst ihr schon. Ich finde ehrlich gesagt das andere, diese... Naja, egal. Ich habe es herausgefunden. Was soll ich sonst noch für euch tun? Als nächstes kommt das Verwerten. Man kann eine Menge lernen, wenn man etwas in seine Bestandteile zerlegt. Selbst dann, wenn es eine eigene Arbeit ist. Geht und verwertet euren Dolch. Oder meinetwegen irgendetwas anderes. Solange ihr es nur an einer Schmiedestelle tut. Okay, gut, mache ich jetzt auch. Rennst du wieder weg? Nee, diesmal flüchtet die nicht vor mir, okay. So, verwerten. Das soll ich jetzt verwerten? Okay.
Ich habe nichts bekommen. Auch nicht schlecht. Ihr findet euch in einer Schmiede wirklich gut zurecht. Ihr seid ein Schmied. Lasst euch bloß nichts anderes einreden. Ich weiß. Lass ich auch nicht. Ich bin bereit, als Schmied zertifiziert zu werden. Selbstverständlich. Ich werde euch sofort zertifizieren, damit ihr gleich Schmiedeschriebe erfüllen könnt. Was heißt dieses 1000? Was ist das? Ich möchte das wissen. Egal, wir kriegen Hohnstein und Gold. Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Ich kann euch auch in etwas anderem ausbilden und zertifizieren. Ja, machen wir einfach mal. Ein guter Schreiner sieht schon das Endergebnis noch, ehe er das erste Stück Holz zurechtschneidet. Aber ich kann euch nicht zwei Handwerke gleichzeitig lehren. Wenn ihr euch ganz und gar eine Ausbildung verschreibt, dann zertifiziere ich euch. Ich möchte als Schreiner zertifiziert werden. Ich möchte wissen, ob ihr einen Ahornbogen herstellen könnt. Erst erntet ihr etwas unbearbeitetes Ahornholz. Dann veredelt ihr es an einer Schreinerbank zu geschliffenem Ahornholz. Zum Schluss nehmt ihr das geschliffene Ahornholz und macht daraus einen Ahornbogen. Alles voller Ahorn, Ahorn, Ahorn. Ihr werdet mich zertifizieren, wenn ich ein... Okay. Auf jeden Fall. Die Herstellung von Bögen ist knifflig. Zeigt mir, dass ihr dieser Herausforderung gewachsen seid und ich zertifiziere euch mit Freuden. Doch erst müsst ihr mir ein Bündel unbearbeitetes Ahornholz besorgen. Oh, das muss ich fragen. Ups. Ich möchte wissen, ob ihr ein... Auf jeden so. Fall. Es gibt einen Ort in der Nähe, wo ihr finden werdet, was ihr braucht. Sammelt einen Arm voll und kehrt hierher zurück. Falls es nicht genug gibt, werdet ihr nach mehr suchen müssen. Okay, ich werde mit Ahornholz zurückkehren. Ich treffe euch drüben an der Schreinerbank. Ach, guck mal, das ist jetzt Ausrüstung. Das ist Versorgung da hinten. Oh Gott, wir sind ja hier noch lange nicht fertig. Ach du Scheiße. Boah, Freunde. Ich weiß, ich sag das jede Folge, aber irgendwie komme ich nicht darüber hinweg, dass das wirklich ein ein endloses LP wird. Hier gibt es bestimmt auch noch Sachen, ne? Ich sehe Ärger als Gelegenheit an, meine Schwertfähigkeit zu üben. Ja, Wache, wissen wir. Mich macht es ein bisschen... Ist ein bisschen komisch, dass da noch Verzauberung ist. Vielleicht sollten wir mit der doch dann reden. Können wir ja mal machen. Jetzt müssen wir erstmal Ahornholz sammeln. Bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert. Weil das haben wir noch nicht gemacht. Müssen wir einfach gegen die Bäume kloppen, oder wie? Hört, hört! Nee. Die Ausgangssperre wurde beendet. Der Mörder wurde gefasst. Und der Fürstreiter des Königs... Wow, echt jetzt? ...um ihn gekümmert. Okay. Ich wusste gar nicht, dass die neben Bäume an so Stämmen sind. Ich dachte, man muss es an Bäumen irgendwie machen. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte es jedenfalls. Ups. Jawohl. Und nochmal, da haben wir sogar zwei mehr. Gut, jetzt müssen wir wieder zu der zurückkehren. Also ich glaube, das wird noch zwei Folgen, also diese und nächste Folge noch so lange gehen mit den Zertifizieren. Weil, ja, wenn halt Quests dazukommen, dann sollten wir sie auch machen. Oh Gott, Alter, es hat gerade geleckt. Also, ganz ehrlich, jetzt ist mir auch egal, ob es L2 gibt oder nicht. Wenn wir hier immer noch rumgammeln in, ich glaube, Part 26 ist das jetzt mittlerweile. Boah, leck. Dann haben wir echt einige... Ach, die ist da drinne. Dann haben wir echt einiges zu tun. Aber trotzdem, es kommt so unvollkommen rüber, wenn irgendwas fehlt in ganz Tamriel. Muss man ja sagen. Hört, hört. Sucht in bewaldeten Gebieten nach unbearbeitetem Ahornholz. Manchmal werden auch Stämme am Strand angespült. Ich habe den Ahorn hier dabei. Ihr solltet es nur vermeiden, einen Ahornstamm aufzuhacken, in dem ein Wespennest verborgen ist. Das ist eher unangenehm, so wie die Tinkturen, die man gegen die Stiche braucht. Das geht? Man kann Ahornstamm mit einem Wespennest finden? Okay, ist ja lustig. Was ist mein nächster Schritt? Bringt das unbearbeitete Ahornholz zu einer Schreinerbank. Falls ihr genug habt, könnt ihr es zu geschliffenem Ahornholz veredeln. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr das getan habt, und dann sprechen wir über die Herstellung eines Ahornbogens. Okay. Ich treffe euch drüben an der Schreinerbank. Ja, bla bla. So, wir sollen jetzt veredeln, und zwar das. Jawohl. Wir haben sogar einen Saphir bekommen. Cool. Ist denn ein Saphir hier wichtig? Muss ja, ne, eigentlich. Ich glaube, das ist ein Saphir, göttlich. Von Mundussteinen.
Oh, erhalten Erfahrung durch Erkunden. Okay, cool. Den Saphir möchte ich mal ansehen. Ah, Tatsache, das ist der mit dem Mundusstein. Göttlich. Krass. Was auch immer Mundussteine sind. Aber ist auch egal. Bringt etwas unbearbeitetes Ahornholz zu einer Schreinerbank und veredelt es zu geschliffenem Ahornholz. Es ist leichte Arbeit. Ihr hattet recht, es war einfach. Ich arbeite am liebsten mit Ahorn. Er ist verlässlich, reichlich vorhanden und nur selten voller Wespen. Ich habe das geschliffene Ahornholz. Was machen wir jetzt? Stellt an einer Schreinerbank einen Ahornbogen her. Ihr werdet geschliffenes Ahornholz brauchen und auch ein Stilmaterial. Sammelt das Stilmaterial irgendwo selbst oder kauft euch eines bei einem Schreiner. Okay, cool, aber da ich ja noch Stilmaterialien habe, und zwar genug, ist das ja kein Problem. Ein Ahornbogen, so, zack, haben wir alles. Wir können es doch eigentlich normal lassen, oder? Nee, geht gar nicht. Ach doch, hier müssen wir was machen. Ja, nee, komm, wir verschwenden nicht unseren schönen Mondstein dafür, sondern nehmen jetzt das hier einfach. So. Bin fertig. Stellt einen Ahornbogen her, bringt etwas geschliffenes Ahornholz sowie ein Stilmaterial zu einer Schreinerbank. Schreiner verkaufen Stilmaterialien, falls ihr selbst keines finden könnt. Ein guter Bogen kann einen im Leben weit bringen. Das Herstellen guter Bögen bringt einen noch viel weiter. Was ist unser nächster Schritt? Hervorragend! Jetzt können wir über das Verwerten sprechen. Man wächst als Schreiner daran, wenn man die eigenen Arbeiten auseinandernimmt. Und sogar noch mehr, wenn man das mit fremden Werken tut. Geht zu einer Schreinerbank und verwertet euren Bogen oder etwas anderes, das aus Holz hergestellt ist. Alles klar. Ich kann eigentlich alles verwerten. Soll ich das tun? Ich weiß nicht. Ich könnte es auch verkaufen eigentlich. Mache ich auch lieber. Verkaufen ist wichtiger, als das zu verwerten. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Ihr seid ein guter Schreiner mit einer ruhigen Hand. Ich bin bereit, als Schreiner zertifiziert zu werden. Sicherlich. Ihr seid mehr als qualifiziert, um Schreinerschriebe zu erfüllen. Ich werde euch auf der Stelle zertifizieren. Ich habe Pech bekommen. Kann ich nicht lieber Glück haben? Ich kann euch nur noch ein weiteres Zertifikat bieten. Falls ihr eine Ausbildung wollt, ich hätte Zeit. Klar. Wenn ihr mich überzeugt, dass ihr euch mit Nadel und Faden auskennt, dann zertifiziere ich euch. Aber ihr müsst euch auch darauf festlegen. Ich kann nicht zwei Dinge auf einmal zertifizieren. Ja, bla bla. Zeigt mir, dass ihr ein paar Jute-Handschuhe herstellen könnt. Erst müsst ihr Jutefasern sammeln, dann kehrt ihr zurück und veredelt sie. Zu guter Letzt könnt ihr dann die veredelte Jute zur Herstellung der Handschuhe verwenden. Okay. Selbstverständlich. Es war das erste Handwerk, das ich erlernte. Ich zertifiziere gerne jeden, der sich an einem Schneidertisch auskennt. Nun geht los und bringt mir einen Haufen Jutefasern. Und wo finde ich die? Ich habe am Rand der Siedlung Jute wachsen sehen. Ihr könnt sie ruhig ernten. Sollte das nicht reichen, werdet ihr woanders suchen müssen. Sorry für den unangemeldeten Cut. Ich hatte gerade wieder ein Telefonat und muss auch gleich los. Deswegen wird die Folge heute vielleicht ein bisschen kürzer. Aber ja. Nichtsdestotrotz werden wir dieses Schreinerhandwerk noch machen. Schreiner? Nee. Schneiderhandwerk. Was bringt mir denn eigentlich Pech? Das ist ein Harz. Von normal auf erlesen. Ach so, das ist also... Ah. Okay, das ist krank, was man alles... Was war das gerade bitte? Von allen Frechheiten, die ich je... Wache! Was bitte? Ja, egal. Könnte eine Pause gebrauchen. Ah, guck mal, jetzt sind hier schon... Ja, doch zwei Pfeile. Immer noch zwei. Handwerksschriebe, Ausrüstung. Ah ja, okay, gut. Werden wir mal ein paar Fasern finden. Ich hoffe mal, die sind hier und nicht außen. Warte mal. Die sind doch hier, oder? Ernsthaft, die sind jetzt außen. Ach du Scheiße, schaffen wir das? Oh Gott. Oh. Shit, das war echt ganz schön knapp. Okay, gut. Das ist eine. Ach, das ist Jute?
Oh, man kann also sogar Pflanzen pflücken, die nicht alchemistische Gegenstände sind. Wow, das wusste ich auch nicht. Krass. Interessant, das Spiel ist wirklich interessant. Also ich glaube, nach dem Zertifikat muss ich auch leider wieder die Folge beenden. Wird ein bisschen kürzer heute. Dafür wird die nächste Folge bestimmt eine XXL-Folge. Mal wieder, muss ja auch mal wieder sein. Hatte der schon lange keine mehr. Und dann machen wir die restlichen Zertifikate Alchemie und Verzauberung. Da gucken wir mal unsere Aufträge hier an. Und dann verlassen wir endgültig mal Durchsturz. Hat ja lang genug gedauert. Also wirklich lang genug. So. Sucht in grasbewachsenen Gebieten in der Wildnis nach Jutefasern. Wenn ihr euch gründlich umschaut, solltet ihr genug davon finden können. Hier ist Jute. Jutefasern gibt es mehr als reichlich, wenn man nur weiß, wo man danach zu suchen hat. Kaut nur nicht darauf herum. Das kann einen ganz schön verwirren. Also, kaut nicht darauf herum. What the fuck? Okay, alles klar, mache ich nicht. Ich werde mich daran erinnern. Was soll ich als nächstes tun? Bringt die Jutefasern zu einem Schneidertisch. Falls ihr genug habt, könnt ihr sie leicht veredeln. Bringt mir die veredelte Jute, sobald ihr fertig seid. Und dann werdet ihr ein paar Jute-Handschuhe herstellen. Ich treffe euch drüben am Schneidertisch. Ja, ja, bla bla. Ich mache das extra so, dass ich die Texte nicht überspringe, weil die erzählt ja auch immer noch andere Sachen. Ist ja nicht so, als wenn ihr denselben Text erzählt wie... Oh, sogar das könnte ich auch machen. Komm, mache ich einfach mal. Was habe ich jetzt? Einen Diamanten. Oh, alter Vater. Krass. Und ein Almandin. Wow. Nicht schlecht. Ja, es ist ja nicht so, als wenn die halt nur dasselbe erzählen würde. Sondern die erzählt doch wirklich mal ein bisschen was anderes. Normalerweise sollte die hier stehen. Ich gehe mal kurz raus. Die wollte doch wiederkommen. Ich bin doch fertig. Wo ist die denn? Nein, sag mir jetzt nicht, die ist da hinten. Doch, jetzt wirklich? Kann ich mit dir reden? Ne, kann ich nicht. Ich muss warten, bis sie stehen bleibt. Oh Gott. Ehe ihr die Handschuhe herstellen könnt, müsst ihr Jutefasern zu einem Schneidertisch bringen und sie veredeln. Ich bin fertig. Die Veredelung war einfach. Wenn ich Jute veredle, singe ich dabei immer, damit die Zeit schneller vergeht. Nicht zu laut. Man will die anderen Schneider ja nicht stören. Okay. Was soll ich damit tun? Geht zu einem Schneidertisch und stellt ein paar Jute-Handschuhe her. Ihr solltet nicht viel veredelte Jute brauchen. Vergesst das Stilmaterial nicht. Ihr könnt es bei allen Schneidern kaufen oder selbst eines sammeln. Okay. Machen wir mal. Herstellen. Jute, was soll ich machen? Jute-Handschuhe, genau. Davon kann ich bis zu 11 machen, aber brauche mindestens 5. Okay. Stilmaterial werde ich natürlich wieder diesen Bosma-Knochen benutzen und herstellen. Da, Diamant. Krass. Passgenau. Göttlich. Wow. Okay. Stellt ein paar Jute-Handschuhe her. Ihr werdet veredelte Jute und ein Stilmaterial brauchen. Schneider verkaufen solche Materialien, falls ihr selbst keines finden könnt. Hier sind die Handschuhe. Ihr wisst schon, dass ich eine Meisterschneiderin bin. Und trotzdem habe ich ein paar Jute-Handschuhe? Sie halten in der Nacht die Hände warm. Manchmal sind die einfachsten Dinge zugleich die besten. Ja, das ist in manchen Sachen wirklich der Fall. Gut, ich bin bereit für meinen nächsten Schritt. Hervorragend. Jetzt zum Verwerten. Man kann vieles aus dem Verwerten der eigenen Arbeiten lernen. Und sogar noch mehr, wenn man fremde Arbeiten verwertet. Geht zu einem Schneidertisch und verwertet eure Handschuhe oder irgendetwas anderes, aber tut es an einem Schneidertisch. Okay, mach ich, Madame. Verwerten. Die kann ich eigentlich verkaufen, die Sachen. Jo. Ist ja auch nur leichte Rüstung, aber vielleicht brauche ich es ja trotzdem. Oh, ich krieg sogar den Knochen zurück. Das ist ja cool. Ein Bier ausgeben. Im Umgang mit Nadel und Faden seid ihr mehr als geübt. Ich wäre stolz, euch einen Kollegen nennen zu dürfen.
Geil, ich bin bereit, als Schneider zertifiziert zu werden. Schon fertig. Ihr könnt ab jetzt Schneiderschriebe erfüllen. Ich freue mich schon darauf, weitere Arbeiten von euch zu sehen. Ich auch. Saum. Ich habe euch nichts mehr beizubringen. Habt ihr mit Danel Telenor gesprochen? Er kann euch für Verzauberung, Alchemie und Versorgung zertifizieren. Als ich das letzte Mal von ihm hörte, war er in der örtlichen Magiergilde. Ich habe ein paar Fragen. Selbstverständlich. Was wollt ihr wissen? Wie wurdet ihr eine Meisterhandwerkerin? Eine verständliche Frage. Ich war Schneiderlehrling in der Kaiserstadt, aber mein kleinkrämerischer alter Meister wollte sich einfach nicht zur Ruhe setzen. Also habe ich mich dem Tross der 7. Legion angeschlossen. Durch das jahrelange Flicken der Rüstungen unserer Kampfmagier konnte ich mein Handwerk perfektionieren. Wie habt ihr Schmieden und Schreinern gelernt? Armeen brauchen allerlei Waffen und Rüstungen. Dabei schnappt man rasch das eine oder andere auf. Und Feinde, die einen Tross gefangen nehmen, geben außergewöhnlich talentierte Handwerker eher für ein Lösegeld wieder frei. Mir ist das schon 4-mal passiert. Ein 5. Mal muss aber nicht sein. Alles klar, gut. Uiuiui. Dann werden wir in der nächsten Folge erstmal die Sachen lagern. Das können wir jetzt eigentlich auch schon mal machen. Aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Und danach Alchemie und Verzauberung zertifizieren. Weil Verzauberung weiß ich ja auch noch nicht, wie das geht. Und Alchemie auch nicht. Das wird eigentlich spannender werden. Alter, wie viele stehen, ey. Willkommen in der Bank. Willkommen in der Bank. Gut. Das will ich eigentlich verkaufen. Das hier kann eigentlich eingelagert werden, alles. Material nicht. Ja, Tuchmacher auch. Brauche ich gerade alles nicht. Kleinwildfleisch. Brauche ich auch nicht. Gut. Alles klar, dann war es das mit der Folge. Mal wieder. Ging relativ schnell jetzt vorbei. Ist ja auch eine kürzere Folge als sonst. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich, wenn ihr auch im nächsten Part dabei seid. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Elder Scrolls Online Teso. Haut rein, Leute. Ciao.